Irgendwie ist es so entstanden, also ich habe das glaube ich schon gesagt, der Ursprung war diese Skulptur von Bernini, die mich angesprochen hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass daraus was entstehen muss. Und das ist dann erst ein Jahr später dann passiert. Ich finde es interessanter eigentlich, dass wir völlig unabhängig voneinander gearbeitet haben. Also Thomas' Arbeiten waren fertig, ohne dass er meine kannte, und ich habe auch völlig frei von diesen, also ich glaube, wenn man von vornherein gesagt hätte, wir machen zusammen eine Ausstellung, wäre was ganz anderes dabei rausgekommen. Ja? Aber das jetzt so zusammenzuführen und dass es trotzdem passt, finde ich das Schöne und das Überraschende eigentlich an der Geschichte. Die Arbeitsweise mit dem Gips, das hat sich entwickelt. Was ich da schätze, ist, dass man wegnehmen und wieder anfügen kann. Also es ist ein, also der Arbeitsprozess kommt mir einfach sehr entgegen. Ich kann mit dem Meißel arbeiten und kann aber den Kopf wieder absägen oder wieder dran machen. Also es hat eine gewisse Offenheit bis zum Schluss. Für mich ist die Selbstreflexion der Maschine ganz wichtig. Da ich ja zum großen Teil intuitiv arbeite, wenn ich meine Bilder komponiere, erschließt sich das oft erst hinterher, also was es sein konnte, was mich da bewegt hat. Jedes Mal anders. Du kannst schlecht was korrigieren, weil wenn, dann musst du die ganze Goldebene noch erneuern. Und das ist problematisch dann. Wenn du dann irgendwann so eine Arbeitsweise gefunden hast, dann kannst du das zu einer Serie ausarbeiten. Das ist meistens mein Bestreben. Und wenn es gut läuft, wirkt es hinterher dann wie ein Zyklus. Eigentlich bin ich zu Hause schon wieder an der Arbeit von zwei neuen Bildern. Wie lange es noch dauert, bis ich das Gefühl habe, dass das hier ausgereizt ist, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also das ist eigentlich praktisch jetzt nur ein Teil von der gesamten Arbeit. Mir ging es jetzt ganz speziell bei den Figuren um die Haltungsmotive. Das sind alles Figuren, die von den Göttern bestraft wurden im griechischen Mythos. Und dann ging es, also bei dem Ixion geht es um diese Spannung, der ist an ein Rad geschmiedet. Da geht es einmal um das Inhaltliche, das verbindet die Figuren natürlich, aber es ist dann schon auch der formale Reiz dabei, was passiert, wie verschieben sich die Schulterblätter, wie schiebt sich was zusammen oder wie dehnt sich was. Ich habe die Bilder gestern erst gesehen und dachte dann auch, ja, auch ich denke auch einfach durch die reduzierte Farbigkeit in den Bildern, das ist ja fast monochrom, das geht eigentlich mit den, auf den Gipsen ist jetzt wirklich nur ein Milchkaffee.